Hallo und willkommen zurück bei FIFA 16 beim Spiel Kaiserslautern gegen den SC Paderborn. Wir reden ganz lang und gehen gleich ins Spiel. Ich habe nichts groß zu verändern. Alles, was ich gemacht habe, seht ihr in der letzten Folge. So, gehen wir ins Spiel. Gehen wir zum Spiel, meine ich. Also gehen wir ins Spiel rein. So. Schöne Choreografie. Wir spielen mal wieder in Stadion Europa, alias Fritz-Walter-Stadion. So. Ausverkauftes Haus. Sieht wohl so aus. So. Wir starten wieder mit der gleichen Aufstellung wie aus den letzten 3-4 Spielen. Ich weiß nicht, ob sich da was in Zukunft ändern wird. Vielleicht werden wir mehr rotieren. Green wird vielleicht das eine oder andere Mal dabei sein. Lukas Kruse bei Paderborn, Kruse, Rafa, Tim Sebastian, Bertels, Heinlot, Kirsch. Oh, sie haben Lakic vorne. Ex-Kaiserslautern-Spieler. Spieler in Fokus. Lakic. So. Gut. Und dann geht's genau jetzt los. Und damit ist die nächste Partie eröffnet. Kaiserslautern gegen den SC Paderborn. So, Zimmer. Passt hoch auf Merkel. Merkel. Merkel mit der Hacke auf Löwe. Oh, Ballverlust. So. Oh, Ball wird noch so gerade so gerettet. Torwart schießt ihn aber erstmal aus. War jetzt nicht so gewollt, aber ich habe jetzt auch keinen gesehen, weil ich spiele ja ohne Radar. Weil ich finde dieses Radar so anstrengend und so nervig auch. Stöger auf Stoppelkamp, auf Stöger zurück, Stoppelkamp, Bakalots, Paderborn auch ein Absteiger. Die letzten 2 Spieltage waren nur gegen Absteiger. Alpha, wir warten den Schuss und er ist drin. Schönes Tor. Daniel Halfer, in der 11. Minute macht er das Tor. Schönes Tor. Halfer, oh, von der Mitte aus, immer noch am Ball geblieben. Und dann geschossen. Schönes Tor von Daniel Halfer. Damit das 2. Saisontor. Gut gemacht. Zurück. Paderborn und Braunschweig sind ja unsere letzten 2 Gegner gewesen. Oder beziehungsweise Paderborn ist auch unser Gegner. Und wir haben ja 2-mal gegen Absteiger gespielt. Und da hoffen wir ja, dass wir dann nächstes Jahr die Aufsteiger werden. Ja, momentan präsentieren wir uns ja in der Liga solide. Aber ich denke schon, dass wir aufsteigen werden. Also die Leistung stimmt momentan. Halfa schon wieder am Ball. Bislang oder bis jetzt ein super Spiel. Halfa auf Rashford. Rashford verliert. Pereira. Ah, wird nichts aus. Ja, also momentan bislang solide Leistung. Tendenz steigend. Ich bin optimistisch, besser gesagt, ich glaube sogar sehr an unsere Mannschaft, eine junge Mannschaft, warum nicht?
Kelchi. So. Darkic. Wie gesagt, Ex-Lauton-Spieler. So, Südberg auf Zimmer. Zimmer auf Halfa. Halfa, gutes Spiel bis jetzt. Halfa setzt sich durch. Halfa passt auf Rashford. Rashford macht nichts aus. Nachschuss von Pereira, glaube ich. Halfa wieder am Ball. Ah, wird leider nichts aus. Schade. Halfa ziemlich überragende Leistung gerade. Momentan auf dem Feld würde ich ihn einen 9 geben. Wenn nicht sogar eine 10. Halfa. Schöner Pass auf Löwe. Torwart rettet. Oh nein. Ah, Kelchi verschießt, aber auch abseits. Eieiei, wir haben... Mit leichten Mitteln bringen wir die Abwehr von... Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist hier los? Schön gewagter Schuss von Marcus Rashford. Da hat alles gestimmt. Eieiei. Vorlage von Halfa. Der Typ macht gerade eins der krankesten Spiele, die es gibt. Also... Momentan bei der Lautern Karriere. Karriere, ey. Ich, sorry, Leute, wenn ich mich verspreche, ich bin YouTube-Anfänger. Ja. wo waren wir davor stehen geblieben? Ich weiß es nicht. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus, was hier gerade abgeht. Wir führen mit starker Leistung. Oh, Paderborn meldet sich mit dem ersten Schuss ins Spiel an. Nach 40 Minuten erst ein Schuss für einen Absteiger. Nicht so eine gute Leistung bislang. Na, da kommt jemand gut dran. Bakalot. Kelchi. Holt sich den Ball wieder. Auf Rashford verliert. Ja. Okay. Kelchi. Schuss abgefälscht. Ecke. 2 Minuten Nachspielzeit. Die sind in 30 Sekunden erreicht. 20. So, Halfa mit der Ecke. Oh, wird geklärt. Oh, lol. Gut, Halbzeit. 2:0 Führung. Durch einen überragenden Halfa. Muss man so sagen, ich wüsste nicht, wen ich das sonst so so anrechnen würde. 3 Schüsse gegen einen Schuss. Ganz ehrlich, da sieht Paderborn gerade ziemlich schlecht aus. Und wenn von 3 Schüsse 2 reingehen, gut, dann ist es halt logisch, dass Paderborn zurücklegt. Aber gut. So, weiter geht's. Kelchi passt auf Rashford. Ja, schade. 100% Pässe, beide Vereine. Löwe. Rashford. Ah, zu steil. Schade, schade, schade. Guter Pass aber.
Jetzt spielt Paderborn ziemlich auf Pass Fußball. Aber auch ziemlich hinten rum. Wir können ja mal sogar noch ein bisschen mehr Druck machen, gehen einfach mal auf sehr offensiv. Wir führen zwar 2-0, aber trotzdem, wir müssten echt mal in der Liga ein bisschen mehr Tore schießen. Wir gewinnen ja wirklich Spiele manchmal nur mit einem Tor Unterschied. Was zwar gut ist, wenn man gewinnt, aber ein bisschen mehr Differenz kann ruhig drin sein. Paderborn 61% Ballbesitz. Sie sind gerade sehr dominant. Rakic, wie gesagt, Ex-Lotteran-Spieler. Pereira. Komm, wir wagen den Schuss. Ah, wird abgefälscht, schade. Das erste Fernschusstor, übrigens auch von unserer Seite aus. So, Zimmer. Passt auf Rashford. Der ist schön frei. Oh. Hat fast den Torwart um. Gut. Rashford wechseln wir aus. Überragende Leistung. Und Pereira wechseln wir auch aus. Überragende Leistung. Genau das gleiche trifft auf Merkel zu. Der geht für Pio Sekre aus. So, Jensen. Passt auf Rashford. Rashford wagt den Schuss. Und er trifft. Marcus Rashford trifft zum zweiten Mal via Fernschuss. Er wird jetzt nach der Minute, nach diesem Tor ausgewechselt. Und das wird er zwar nicht mit Grund, aber ich wollte ihn einfach nochmal schonen. Oder weiter schonen. Aber er macht von drei Toren das zweite Fernschusstor. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es ein Fernschusstor war, aber trotzdem schönes Tor von Marcus Rashford. Freut mich für ihn, unsere Leihgabe von Manchester United. Er beweist, dass ein junger Spieler, der relativ schwach ist, auch einiges auf die Reihe bringen kann. Wenn man Kelchi dagegen vergleicht, 74er gegen den 68er oder 67er, ja, dann lässt der Kelchi schon irgendwie verschwinden. Aber er hat ja auch getroffen. Aber ich wünsche mir halt von beiden, dass sie häufiger treffen. So. Kommen wir irgendwie nicht an den Ball ran. So. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Ja, da machen wir leider nichts. Groß. Löwe. Auf Kelchi. Wir wagen den Schuss. Er schießt, Torwart hält. Trotzdem guter Schuss von Kelchi. Ich gönne ihn in Zukunft mehr Tore. Ich hoffe, dass er langsam seinen Durchbruch schafft. So, Paderborn klärt den Ball. Einer gegen zwei. Fast unmöglich, klappt nicht. So, Paderborn rückt hier nach.
So, 2 Minuten Nachspielzeit gibt es oben drauf. Oh, noch ein kleines Spiel mit den Paderborn-Spielern. Verletzung von Daniel Halfer. Ich hoffe, nichts Schlimmes. So, ich nehme an, letzte Aktion. Ja, letzte Aktion. Kaiserslautern gewinnt zu Hause gegen Paderborn mit 3:0. 3 Tore zu immer Marcus Rashford. In meinen Augen Spieler des Spiels. Einfach auch Spieler des Spiels. 2 Mann, würde ich behaupten. Ja, gut. Paderborn mit ganz, ganz, ganz schlechter Leistung. Ein Schuss aufs Tor. Nehme ich an. Ich habe es noch nicht gesehen. Wir können ja mal gucken. 3 Schüsse aufs Tor mittlerweile. Wovon eigentlich keiner groß an Gefahr hatte. Nürnberg gewinnt gegen Karlsruhe 0:2 und das gleiche Ergebnis auch Union gegen Sandhausen 0:2. Gut. Kaiserslautern, der neue Held. Ah, da gibt es einen Held. Neuzugang Sunku Südberg ist zwar noch nicht lange Teil des Kaiserslautern Kaders, dürfte aber schon die Trikotverkäufe gehörig angekurbelt haben. Seine hervorragenden Leistungen bis hierher haben Noah Sunko Südbeck jetzt schon zu einem wichtigen Spieler der Mannschaft gemacht. Definitiv. Er ist nicht umsonst da. So, simulieren wir mal noch das Montagsspiel. Gut, das war's schon. So, wir sind auf Platz 2. 13 Tore. Sieht ja gut aus. Torjägerliste sind wir aber noch nicht in den ersten 3. Aber da kommt ja Marcus Rashford schon mit Platz 10. Ziemlich nah ran, langsam. So, der nächste ist dann Kelchi auf 21 und Half auf 24. Gut. Das war's erstmal für die Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Abo da. Auf dem Kanal findet ihr nicht nur FIFA, sondern Far Cry, in Zukunft The Division. Dann bin ich an Überlegen, ob vielleicht sogar Dirt Rally oder wie das neue Spiel auch heißen wird, kommen wird. Aber ich nehme es stark an. Gut, das war's erstmal. Lasst eine Bewertung da, 17 Minuten, machen wir die 18 Minuten voll und gucken wir nochmal schnell hier hin. Alle steigern sich. Gut, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bewertung, Abo könnt ihr da lassen, wenn ihr wollt. Und